Meine Damen und Herren, der König von Ungarn, Matthias Corvinus, der Rabe, besucht Bratislava oder, wie er es nennt auf Ungarisch, Pozsony. Das Jahr ist das 1485. und er wird der Graf von Wien genannt, nach seinem Sieg gegen Kaiser Friedrich III. Sein Schiffsweg von seiner Hauptstadt in Buda, noch nicht Budapest, führte ihn durch diese ungarische, slowakische und deutsch sprechende Kommerzstadt an die Donau. Also es ist anzunehmen, dass er bei der Universität übernachtet hat. Eine Universität, die Matthias selbst vor ungefähr 20 Jahren gestiftet hat. Der Name Akademie Istropolitan bedeutet die Universität an der Donau, auf gemischten Griechisch und Lateinisch. Es ist das Gebäude mit mittelalterlichen Erkerfenster auf der Venturske Straße. Heute dient dieses Gebäude als Hochschule für Film und Fernsehen der Slowakei. Aber Matthias stiftete die Akademie als einen würdigen Konkurrenten der bestehenden mittelalterlichen Universitäten in Krakau und Prag und sogar Paris. Leider wurde sie die Arena der politischen und religiösen Streitigkeiten, die 5 Jahre später, nach dem Tod von Matthias, zerstört wurde. Aber in diesem Jahr vermuten wir, dass Matthias in der Akademie wahrscheinlich mit seiner italienischen Königin Beatrix und möglicherweise auch mit ihrer Musiklehrer, dem Italiener Pietro Bono, gefeiert haben. Sollte Bono auf diesem Fest gewesen sein, hätte er sein Lied La Maddalena spielen können. Also präsentieren wir Ihnen dieses Lied.